In der Kölner Südstadt sind jetzt Michael Weber und Stefan Sindera auf Fußstreife unterwegs. Raucht da oben jemand? Ich glaube, da raucht einer am Fenster. Hallo? Hallo? Okay, wohnen Sie hier, oder? Haben Sie eben auch gerade den Qualm da gesehen? Ja, natürlich. Ja, da oben ist ein Kammerjäger, das ist mein Vermieter. Ich habe den angerufen. Ah. Der hat bei mir geklingelt, hat mir den Wischhähn in die Hand gedrückt, dass bei mir irgendwelche Insekten wären. Was macht der Kammerjäger bei Ihnen in der Wohnung? Haben Sie den gerufen? Nein, der hat bei mir geklingelt und hat gesagt, er ist vom Vermieter beauftragt. Das ist mein Vermieter, der wurde beauftragt. Okay. Nein, ich wurde nicht beauftragt. Und er sagt, er hat das nicht unterschrieben. Das ist mit meiner Unterschrift ja nichts. Also Sie haben den nicht beauftragt? Nein, in meinem Haus gibt es kein Unizifer. Der hat bei mir geklingelt, mir das gegeben und gesagt, bei mir werden Insekten. Kommen wir in das Haus rein? Ja. Also wenn Sie den nicht beauftragt haben und Sie kennen den Herrn, ich habe den auch nicht beauftragt, den haben Sie aber so in die Wohnung reingelassen. Ja, der hat mir ja den Wisch in die Hand gedrückt mit einer Unterschrift von meinem Vermieter. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass wir schon seine Richtigkeit haben. Und dann haben Sie die Wohnung aber verlassen? Habe ich verlassen, dann kam mir das irgendwie doch komisch vor und habe dann meinen Vermieter angerufen. Achso, Sie wohnen nicht hier, ne? Ich wohne auch hier. Sehr vernünftig. Die Polizisten vermuten, dass die Mieterin einem Betrüger zum Opfer gefallen ist. Das mysteriöse Verhalten des angeblichen Schädlingsbekämpfers erhärtet den Verdacht. Tun Sie mir mal bitte den Gefallen. Bleiben Sie mal bitte hier draußen, mein Kollege und ich. Wo ist er denn? Hier? Ja. Okay, dann gehen wir mal rein. Hallo? Boah, Alter. Oh, Scheiße. Doch, hier ist die Polizei. Ja. Hier ist die Polizei. Mein Gott, muss das sein? Sie sind auch nicht, sind auch hier drin. Ja, ich habe auch hier Equipment. Können Sie das nachstellen, bitte? Ja, hab ich gerade. Haben Sie gerade? Ja. Warum ziehen Sie das jetzt nicht an? Ja, weil Sie reingekommen sind. Sonst kann ich schlecht mit Ihnen sprechen. Können Sie das abstellen oder muss ich das machen? Ja, das kann ich tun, ja. Aber die Dämpfe sind nicht gut. Nee, machst du Fenster auf? Boah. Ja, hier sind Insekten sind hier. Ja. Das sind Insekten, ja. Ja, schauen Sie mal hier zum Beispiel hier. Ja, hier, Kakerlaken, Spinnen, alles das, was man so also nicht haben möchte. Wo sind Sie denn ausgebrochen? Ja, deswegen, dafür sind die ja hier. Ja, dafür ja, wie die sind dafür da. Bin ich hier, um die hier rauszujagen. Also ich bin geprüfter Schädlingsbekämpfer. Okay, dann zeigen Sie mir mal, haben Sie... Ja, hier, dann, ich hab nichts dabei, das passt nicht so hier rein. Leider noch nichts. Nein, das ist aber die müssen beseitigt werden. Kollege, ganz gut. Ja, was? Bist du... Was soll das hier? Sollen wir uns jetzt hier veralbert vorkommen oder was? Nee, wieso? Kunststoffklamotten hier? Ja, auf dem ersten Anschein dachte der Vermieter, das wären Insekten. Auf den ersten Anschein hat er das gedacht. Ja. Der Vermieter. Wieso der Vermieter? Mit dem Vermieter haben wir gerade gesprochen. Der Vermieter sagt uns, er hat Ihnen überhaupt keinen Auftrag erteilt. Und auch nicht die Wohnungsinhaberin. Ja, also da kann ich nichts zu sagen. Ich habe nur einen Auftrag bekommen und bin jetzt hier, um das zu beseitigen, das Ganze. So, jetzt mal Butter bei den Fische. Ja. Sie haben der Vermieterin dieses Schriftstück in der Hand gegeben. Ja. Kammerjäger Schmitz, deckt sich das mit Ihrem Personal in? Die hätte ich gerne mal gesehen. Ja, wie gesagt, ich habe nichts dabei. Haben Sie ein Fahrzeug vor der Tür oder ich irgendwas? Ich habe jetzt nichts. Draußen stehen ein paar Sachen, aber ich habe jetzt nichts dabei. Draußen stehen ein paar Sachen. Haben Sie ein Fahrzeug vor der Tür, wo irgendwelche Unterlagen drin sind? Können Sie sich anderweitig ausweisen? Nein, ich habe jetzt... Sonst nehmen Sie Ihr Equipment. Nichts dabei. Nehmen Sie Ihr Equipment jetzt und dann gehen wir mal runter vor der Tür. Alles klar. Ja? Dann hat sich der Einsatz hier in der Wohnung jetzt erstmal erledigt. Ja, gut. Aber nicht, dass der hier irgendwas... Kommen Sie mal bitte her. Kommen Sie mal, ja. Das ist nur Wasserdampf hier. Das ist nichts Schlimmes. Ja, aber vielleicht hat er mir irgendwelche... Frau Schwab, genau. Ich würde Sie mal bitten, nach Wertsachen zu gucken, ob hier irgendwas fehlt. Die Sachen, die da drin liegen. Was ist das denn? Ja, was ist das? Genau. Hier fehlt was. Hier lag eine Schatulle drin mit Ohrringen, die ist weg. Hier zwischen. 100%. Okay. Abstellen. Gucken Sie mal noch nach weiteren Wertsachen. Abstellen. Ziehen Sie mal die... Ja, genau. Ziehen Sie die mal aus. Richtig. Den brauchen Sie eh nicht, ne? Ach. Da haben wir es doch schon. Nimmst du mal? Das ist meine Schatulle. Sie sind friedlich, ne? Ja, ich bin. Sie sind friedlich. Also, her damit. So, heb mal auf. Haben Sie noch irgendwo was in der Tasche? Sonst habe ich nichts. Das sind Ohrringe. Ja, die habe ich von meinem Vater bekommen. Ja. So, dann kommen Sie mal bitte her. Kommen Sie mal her. Ja. Ich habe bei mir auf der Veranda einen kleinen Käfer. Ja. Da ist Jerome. Der hat sich letztens das dritte Bein gebrochen. Ja, wenn er mir seine Krankengeschichte erzählt, dann interessiert mich das mehr als Ihre Lügengeschichte. Okay. Ja? Also jetzt Butter bei die Fische. Was machen Sie hier? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich muss ich was sagen? Wir haben Sie hiermit überführt. Ja, aber ich muss jetzt nicht sagen, oder? Also Sie haben recht, Sie sind Beschuldigter jetzt in einem Strafverfahren, ja? Sie müssen nichts weiter sagen, Sie haben sogar Recht auf einen Anwalt. Sie kommen jetzt aber erstmal mit. Ja, hätte ich gern. Ja? Mit den, nehmen Sie Ihr Equipment hier. Wem gehört das Handy? Das ist meins. Ja. Werden wir auch jetzt erstmal sicherstellen, alles okay. Von Ihnen. Sie können sich ja nicht ausweisen, das heißt, es ist eine Gewahrsamnahme, wir nehmen Sie jetzt mit. Aber Sie haben ja gesagt, Sie haben ein Fahrzeug vor der Tür, ne? Ich will nichts mehr sagen. Ich habe meine Ohrringe, oder?
den erklär du immer. Okay. Ja. Pass auf. So, wir gehen erstmal vor der Tür. Der hat ihr schon an sich genommen. Ja, das heißt, er war dabei, sie unter Vortäuschung falscher Tatsachen hier ja, zu betrügen. Okay. Das heißt, die brauchen wir jetzt für die Beweisermittlung. Ja, aber okay. Die bekommen Sie wieder im späteren Verfahren. Vielen ja? Dank. Während die Beamten die Identität des Mannes und die Hintergründe seiner Tat klären, taucht eine weitere Person auf. Und die liefert ihnen einen entscheidenden Hinweis. Mich brauchen Sie nicht mehr. Wenn sonst nichts weiter ist, ich ziehe mir über die Wache dann Personal, falls wir Sie noch mal als Zeugen oder irgendwas brauchen. Ja, aber ich habe auch nichts. Okay, alles klar. Bis dann, danke. Was ist denn hier los? Oh, hi, Schatz. Hör mal, ich wusste, dass du hier hinkommst. Aber ist doch nicht dein Ernst. Was hast du hier veranstaltet? Ich wollte dir helfen. Arbeitet Ihr Freund als Kammerjäger oder Exterminator? Nein. Nein, oder was machst du denn hier? Jetzt das ist meine Halbschwester. Los? Er hat mir eine SMS geschrieben und, ja. Kennst du den? Ja, das ist mein Freund. Der hat gerade Ohrringe bei mir aus der Wohnung geklaut. Och nee, nochmal, jetzt, ernsthaft. Sie beide kennen sich, aber Sie kennen Ihren Freund nicht? Das ist auch ein bisschen merkwürdig, ne? Wir sind Halbschwestern und wir wissen das erst seit ein paar Wochen. Und wir haben denselben Vater. Ja, also wir haben eigentlich noch nicht so lange Kontakt zueinander. Ich war jetzt nur total erstaunt, weil ich sie hier gesehen habe und ich weiß gar nicht, was los ist. Ja, und ich verstehe auch nicht, warum, Matthias, warum du sowas machst. Ich wollte dir nur helfen, weil ich wusste, wie wichtig die... Wieso denn helfen? Das also pass auf, die Ohrringe. Ich denke mal, haben wir hier bei ihm sicherstellen können. Die hat wahrscheinlich unser gemeinsamer Papa irgendwie dir gegeben vor kurzem. Die hat er mir geschenkt. Ja, die sind von meiner Mama gewesen. Die ist ja gestorben vor 2 Jahren. Und Boah, mir tut das ich habe ihm das halt erzählt. Wahrscheinlich hat er jetzt irgendwie gemeint, er muss die zurückholen oder so. Also, aber Mann, nicht mit so einer Aktion. Der 33-Jährige zeigt ehrliche Reue. Seine Freundin hofft, dass er deshalb straffrei bleibt. Doch die Polizisten erklären, dass die Tat kein Kavaliersdelikt war. Er ist unter falschem Vorwand in die Wohnung eingedrungen, das ist Hausfriedensbruch. Ja? Dann haben wir hier noch einen Diebstahl. Also da sind schon einige Sachen. Zumal der Vermieter jetzt auch noch hier war, der kann natürlich jetzt auch noch dementsprechend seinen Ausfall hier entschädigt bekommen durch Sie. Also wenn aber irgendwie ich wieder gut machen kann jetzt nichts machen, dass das irgendwie zurückgezogen wird mit der Anzeige oder so. Also das passiert Sie werden, auf jeden Fall. Sie werden nachher noch mal angeschrieben von den Kollegen, ne? Da können Sie noch mal Ihre Aussage machen. Wir schreiben das natürlich jetzt auch so in den Bericht so rein, wie wir das jetzt hier vor Ort wahrnehmen. Fahren Sie bitte seinen Ausweis holen, ja? Dann können wir hier vor Ort die Sache abschließen, ja? Und dann müssen wir mal gucken, was wir in unserem Bericht schreiben. Und wie gesagt, das ist jetzt erstmal für uns ein Diebstahl. Mhm. Wenn Sie das anders sehen, Sie haben die Person vorher nicht gekannt. Ja, ich wollte ihr nur helfen, sorry. Ja, echt. Was dann im Nachhinein daraus wird, hat der Kollege schon gesagt, irgendwie. Müssen wir mal gucken. Ja.